herzlich willkommen zusammen zur Mod-Vorstellung von Cosplay. Ja, Cosplay ist seit einigen Tagen, wenn nicht genauer gesagt schon eineinhalb Wochen, verfügbar in einer Beta-Version. Und es gibt in dieser Version einiges, was anders ist wie in den Vorgängerversionen. Daher alles nach und nach ausführlich. Wie gesagt, es ist allerdings bisher nur eine Beta-Version, noch keine komplette fertige Version. Es hat noch einiges an Bugs drin. Als erstes, wo bekommt ihr die Mod überhaupt her? In der Videobeschreibung habe ich den Link reingepackt. Da kommt ihr auf GitHub zu dem Releases-Tab, wo ihr ganz oben immer die neueste Version seht. Aktuell ist die 7.0.0.12 die neueste. Ich blende euch mal kurz hier ein, wo ihr draufklicken müsst für einen Download. Da gibt es eine fs22-cosplay.zip. Die Datei müsst ihr runterladen und diese ZIP-Datei muss dann ganz einfach bei euch in den Mods-Ordner rein, wo auch die ganzen anderen Mods hinkommen. Und ihr müsst diese Datei nicht entpacken. Einfach dann das Spiel starten und ab da habt ihr dann Cosplay zur Verfügung. So, ich stoppe hier Cosplay mal. Das daneben außen ist übrigens Autodrive, das interessiert uns erstmal nicht. So, wenn wir das Spiel gestartet haben, sieht es wie folgt aus und ihr seht kein Fenster von Cosplay und nichts. Wo ist das ganze Sach geblieben? Das Ganze ist hier an der Seite versteckt. Ihr habt hier eure Karte, ihr habt hier den Helfer und dann gibt es hier drei neue Symbole. Und auf diesen drei neuen Symbolen sind die ganzen Einstellungen von Cosplay hinterlegt. Und generell den Kurs generieren tut ihr über den automatischen Helfer. So ist es aktuell in der Beta-Version. Vielleicht kommt irgendwann das Menü, was es seither gab, was man dann hier auf dem Bildschirm hatte, wieder zurück. Ich weiß es nicht. Aktuell funktioniert es hier drüber. Schauen wir uns der Reihe nach mal die ganzen Sachen an. Bei den Linien hier, das ist einfach euer Kursmanager. Da könnt ihr die ganzen Kurse drin speichern. Ihr könnt hier mit C einen neuen Ordner machen, könnt den Ordner zum Beispiel nach Feldnamen benennen, so dass ihr für jedes Feld einen Ordner habt und dann könnt ihr da drin Kurse speichern, die dann einen Namen haben, zum Beispiel Feld 43, Mulchen, Rubbern, Pflügen, vielleicht noch irgendwie wie breit das Arbeitsgerät dann entsprechend ist, weil jede andere Arbeitsbreite braucht ja wieder einen neuen Kurs. Heißt, hier könnt ihr übersichtlich eure ganzen Kurse ablegen und dann auf das Fahrzeug wieder draufpacken. Im nächsten, zwei große Zahnräder, sind Grundeinstellungen drin. Ihr könnt hier aktivieren, ob jetzt alle geladenen Kurse auch auf der Map angezeigt werden sollen oder nicht. Damit ist vermutlich diese Map hier gemeint. Ihr könnt euren Lohn einstellen für den Arbeiter, 100% oder sogar höher, beziehungsweise ihr könnt auch sagen, okay, Cosplay soll bei mir keinen Lohn bekommen. 100% macht am meisten Sinn, dann ist derselbe Lohn wie der normale Arbeiter. Wir können einstellen, ob Cosplay automatisch reparieren soll. Nicht reparieren oder wenn ein gewisser Verschleißgrad entstanden ist. Hier unten die Pathfinder-Einstellungen sind erstmal egal. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Hier gibt es dann die ganzen Grundeinstellungen für unsere Kurse. Zwar das ganze Sach, was wir seither auf einem kleinen separaten Fenster hatten.
Wir können hier die Anzahl der Wegpunkte, die angezeigt werden, einstellen, also alle oder nur Start-Ende oder gar nichts. Bei allen sieht es wie folgt aus. Das sehen wir dann, wie gefahren wird. Bei Start-Ende sieht es aus wie am Anfang des Videos. Ich sehe es jetzt von hier aus nicht. Da ist dann einfach am Start und Ende so ein kurzer Start-Ende-Pfeil und es war's. Stopp am Endepunkt aktiviert, das heißt, da bleibt dann das Fahrzeug stehen. Wenden auf dem Feld, dann versucht er auf dem Feld zu bleiben und nicht vom Feld runterzufahren. Ist ganz wichtig, vor allem wenn man das Feld selber vergrößert und irgendwie bis an die Straße außen hin macht. Fruchtumfahrung sollte aktiviert sein, sonst fährt er mitten durch. Rückwärts fahren, dann kann er auch rückwärts fahren. Ansonsten funktioniert das Rückwärtsfahren nicht, weil dann kein Kurs dafür generiert wird. Ja, dann können wir noch so Sondereinstellungen machen, wie wann soll das Gerät gehoben werden? Eher früh oder eher spät? So, ist dann halt das Timing ein bisschen anders. Rohr ausfahren immer, na, braucht man nicht, eigentlich nur wenn voll ist. Und ein Abfahrer da ist. Beim Entladen soll er stehen bleiben oder soll er fahren? Können wir hier einstellen. Stroh-Ablage und so weiter. Ich denke, die meisten Sachen sind gut beschrieben. Es gibt hier noch einen Fahrzeugkonvoi. Den müssen wir aktivieren, wenn wir mit mehreren Dreschern auf einem Feld zum Beispiel arbeiten. Dann können wir auch sagen, okay, zwischen den Dreschern soll ein Min-Max-Abstand sein. Die Geschwindigkeiten können wir einstellen für verschiedene Aktionen und das Debug entsprechend generieren. Soweit zu den Grundeinstellungen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie bekommen wir es hin, dass hier auf diesem Feld so ein Kurs generiert wird. Tank ist leer und ihr seht da drüben das Maisfeld. Dieses Maisfeld wollen wir jetzt mal dreschen und dazu generieren wir uns einen Kurs. Wie machen wir das? Wir gehen hier auf den automatischen Helfer und sagen Job erstellen. Und dann gibt es hier oben nicht nur die Standardsachen, sondern es gibt auch CP, also Cosplay Feldarbeit. Wir setzen hier einfach eine Startposition auf diesem Feld und sagen dann hier unten öffne, schließe Kursgenerator. Müssen wir die Arbeitsbreite einstellen von unserem Drescher. Das passt hier. Dann hoch runter, also er soll Feldbahnen fahren. Die Ecken können wir einstellen, wie er die fahren soll. Ich sage jetzt erstmal weich. Wie oft, wie viel Vorgewendebahnen außenrum hätten wir gerne? Machen wir zwei. Und dann gibt es hier ein Overlap. Wie groß ist die Überlappung zwischen den einzelnen Bahnen? Können wir hier einstellen. Möglichst gering. Wir können hier sagen, dass er Reihen auslassen darf, wenn er in die nächste geht. Die müsste er dann später irgendwann machen. Ausprobiert habe ich es noch nicht. Startrichtung automatisch und starte auf Vorgewende. Dann sagen wir hier unten, generiere Feldkurs. Dann rechnet er. Dann sehen wir hier auch, er hat schon den Kurs generiert. Sagen wir schließen. Und jetzt sagen wir einfach, Job starten am nächsten Wegpunkt. Und dann müsste er das Ganze machen. Klappt kurz ein, fährt über die Straße drüber. Hier haben wir jetzt, ja, Start-Stopp. Ich habe das ein bisschen weit reingesetzt ins Feld. Daher hat er jetzt schon ein bisschen weit vorne begonnen. Und jetzt fährt er hier rein und fährt die ganzen Bahnen. Es mag jetzt ein bisschen verwirrt ausschauen. Warum fährt er jetzt nicht die äußerste zuerst und so, mag man sich fragen. Dazu können wir uns gerne jetzt auch die Kurse komplett anzeigen lassen. Und das sehen wir einfach, dass er so fährt.
Und er wird dann die äußere Bahn später fahren. Also er wird alles machen. Und es funktioniert wunderbar. Aber was ich auch sagen kann, auf dem Feld arbeitet Cosplay besser wie Autodrive. Wir hatten ja da hinten das Feld, das ich genutzt habe für die Vorstellung von Autodrive. Und Autodrive nutzt ja nur den normalen Standardhelfer. Und an dem Feld da hinten war es dann so, wir können es vielleicht hier drauf anschauen, genau, dass hier unten an dem Radius, da hat der normale Helfer hier, der ist da so eine andere Kurve gefahren, der hat da so ein paar Pflanzen stehen lassen. Aber Cosplay ist exakt außen lang gefahren und hat bis auf den letzten Halm alles abgeerntet. Was vielleicht auch noch wichtig ist, was man noch ausprobieren muss, weiß ich nicht, ob das funktioniert oder ob es da noch einen Bug gibt. Aber wenn wir den Helfer hier immer am nächsten Wegpunkt starten lassen, ja, dann hat er einen kurzen Anfahrtsweg, aber es könnte sein, dass dann vielleicht eher was stehen bleibt. Die sichere Methode ist auf alle Fälle immer, wenn wir am Startpunkt beginnen, dann macht er definitiv alles. Ja, und ich finde das Ganze hier eigentlich sehr, sehr gut, wie Cosplay arbeitet, weil Cosplay arbeitet schön mit Vorgewende und schön mit Planen, Bahnen. Es gibt ja auch noch Ive, ist auch so ein intelligenter Helfer, aber der kann ja einfach nur im Kreis um das komplette Feld rumfahren, im oder gegen Uhrzeigersinn. Und einfach nur die ganze Zeit im Kreis fahren, finde ich nicht so cool. Da ist Cosplay schon deutlich intelligenter. Aus meiner Sicht ist die beste Option Cosplay hier auf dem Feld, Autodrive auf der Straße und ja, okay, er ist da vorne ungünstig abgebogen. Ich hätte ihn doch am Startpunkt beginnen lassen sollen, dann wäre er nämlich zuerst komplett außen rum gefahren. Jetzt ist er hier nochmal auf derselben Bahn gelandet. Ja, genau. Cosplay fürs Feld, Autodrive für die Straße und so spezielle Sachen wie BGA befüllen und so weiter. Das funktioniert aktuell mit Cosplay noch nicht. Da müssen wir noch abwarten. Wie gesagt, es ist nur eine Beta-Version. Das wird dann nach und nach alles noch kommen. Genau, jetzt nimmt er hier den Eckpunkt und geht hier auf die nächste Bahn. Und macht jetzt hier Bahn für Bahn. Wir können jetzt auch den aktuellen Kurs nochmal abspeichern. Würde ich jetzt einfach mal hier reinspeichern. Sage ich hier Kurs speichern. Kursname. Ich weiß jetzt nicht, bin ich wirklich auf Feld 43? Ich glaube nicht. Jetzt haben wir hier diesen Kurs gespeichert und den anderen Kurs vom anderen Feld drüben habe ich hier drin gespeichert. Ja, das war's soweit mit der Vorstellung von Cosplay. Es wird nach und nach von mir dazu auch noch mehr Tutorials geben und Infovideos, wenn es da neues Release gibt. Allerdings, als Hinweis, wir sind noch in der Beta-Version. Ich werde die richtigen Tutorials hauptsächlich bringen, wenn Cosplay dann offiziell released ist. Wenn eine neue Funktion kommt, werde ich die direkt klar vorstellen, dass man mitarbeiten kann. Ich denke mal, dieses Video hier war jetzt auch schon so, dass man damit sinnvoll arbeiten kann. Falls ihr noch explizite Fragen habt und ich feststellen sollte, okay, da habe ich vielleicht was nicht gut genug erklärt, stellt es einfach in den Kommentaren, dann kann ich da auch jederzeit ein kurzes Infovideo dazu machen und es euch zeigen oder erklären. Ja, hier noch zur Info, fährt er jetzt so, weil hier sind zwei Bahnen ganz knapp beieinander.
denn das ganze Feld hat eine gewisse Breite und es geht halt nicht ganz auf. Er legt die Bahn halt hier in die Mitte rein. Ein anderer Helfer würde den halt an Rand außen hinlegen. Aber im Endeffekt ist es ja wurscht. Hauptsache wird alles abgeerntet. Gut, damit bin ich raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Altis. Ciao, ciao.